Vielleicht kennst du ja den Begriff Trauma-Bonding, aber vielleicht sagt dir heute noch nichts. Trauma-Bonding ist ein englischer Begriff und Bonding bedeutet Bindung. Ja, vielleicht ahnst du das jetzt schon. Es geht ja um Beziehungen, insbesondere auch um Partnerschaften, also um Erstbindungen oder Erstbeziehungen und hat mit unseren Traumata in der Kindheit zu tun. Viele von uns haben damit zu kämpfen. Das ist ein ganz typisches Zeichen, wenn in unseren Partnerschaften immer wieder Leiden und Schmerz haben. Heute werden wir erfahren, was ist dieses Trauma-Bonding? Wie entsteht denn das? Woran erkenne ich das? Und was kann ich denn da tun, dass meine Partnerschaften, naja, nicht nur im Moment, aber vor allem in der Zukunft, gesund aussehen? Ich freue mich auf dich. Gabriela ist mein Name, bin psychologische Beraterin, spezialisiert auf Entwicklungstrauma. Und ja, let's go. Ist Trauma-Bonding nichts anderes, wie ich mit meinem inneren Kind in meinen Partnerschaften immer wieder nach gleichem Muster Bindungen suche und finde auch, wie damals in meiner toxischen Umgebung, als ich ja die Traumata erlebt habe. Und das heißt, dass mein heutiges Ich und mein traumatisierter innerer Kind sozusagen reinszenieren das und die Erlebnisse, die ich ja damals hatte und die mich letztes Endes missbraucht haben. Das meiste läuft ja unbewusst ab. Ich möchte dir ein paar Beispiele zeigen, ein paar Situationen, wo diese, naja, Konflikte und wo diese Prägungen in uns ganz typischerweise hochpoppen. Und du kannst es dann zunächst, ja, besser erkennen und auch dagegen was tun. Das Wort Bonding, also Band oder Bindung, lässt auch schon ahnen, dass es nicht so eine einfache, ja, Beziehung ist, im Sinne, dass sie das nicht so einfach auch lösen kann. Und wird auch sehr häufig mit traumabedingter Co-Abhängigkeit dann erwähnt, weil das ganz typisch ist, dass wir entweder diese Co-Abhängige sind oder eben diejenigen, die ja die anderen missbrauchen. Und das Wichtigste ist dabei, dass diese Bindung eine so starke Bindung ist, die wir als Lebensstrategie entwickelt haben und letztes Endes das als Verhaltensmuster bei uns sogar in unserer Persönlichkeit manifestiert hatte. Und die wir immer wieder auch in unsere neue Beziehungen oder Bindungen benutzen. Wie sieht das jetzt aus? Ich werde dir vorstellen, und zwar an den vier verschiedenen Traumatypen, weil die ja jeweils anders, dass sie sich verhalten. Ja, wie entsteht denn Trauma-Bonding? Trauma-Bonding entsteht durch Beziehungspersonen bzw. durch diese Beziehungserfahrungen. Und demnach unser innerer traumatisierter Kind erlebt, dass entweder ein, aber mindestens ein Elternteil bzw. Bezugsperson oder gar beide, aber entweder physisch oder psychisch erkrankt waren oder noch sind, oder sie sind missbräuchlich, also auch körperliche Gewalt oder eben sexualisierte Gewalt haben sie angewendet, sind sie vernachlässigend oder einfach nicht da. Einige dieser Bezugspersonen oder Eltern waren ja auch abhängig unter anderem. Und natürlich, beliebige Konstellation von diesen Gegebenheiten kann ja in der Familie ja vorhanden gewesen sein, aber mindestens bei einem Elternteil und mindestens eine der aufgezählten, ja, Verhalten von der Bezugsperson war über längere Zeit eben einwirkend und traumatisierend.
Was bedeutet das, wenn die Eltern oder ja, die Bezugsperson einfach, naja, nicht die Beziehung und das Beziehungsmuster, was uns gut tut und gesund ist, mitgegeben hat? Was bedeutet in diesem System Familie? Die Elternteile bzw. die Bezugspersonen sind also nicht in der Lage, die Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen zu geben, was das Kind letztes Endes zum Gedeihen gebracht hat. Eine sogenannte Familienhomöostase entsteht und das ist letztes Endes ein Ausgleichen dessen, was nicht vorhanden ist. Und ganz, ganz oft passiert, dass letztes Endes Rollen vertauscht werden, typischerweise, dass zum Beispiel ein Kind oder Kinder anfangen eben um diese Elternteil oder für beide Eltern sogar zu kümmern. Dazu kommt häufig, dass auch um Geschwister zum Beispiel gekümmert wird, bis dahin, dass man sogar ja, die Familie versorgt. Das habe ich zum Beispiel auch machen müssen, bis recht lange auch. Also wo ich anstelle studieren zum Beispiel, weil meine Mutter arbeitslos war und meine Schwester noch im Gymnasium war, musste ich ja bedienen, zum Kellnern gehen, damit wir überhaupt etwas zum Essen und ja, zum Leben haben. Und diese Art von Rollentausch bzw. Rollenmissbrauch passiert dann üblicherweise, was natürlich für Erwachsenenalter verheerende Folgen hat. Ja, was passiert dann letztes Endes in unserem kleinen Träumi, also mit unser klein traumatisierte innere Kind? Jetzt stell dir vor, das ist ein dein Elternteil, welcher eben missbräuchlich ist oder völlig abwesend durch Erkrankung oder naja, durch Vernachlässigung und letztes Endes ist ja für dich nicht da. Und unser kleiner Träumi hat auf jeden Fall an Erfahrung, dass kein Kind sein darf. Also wird ja in diese Rolle reingepresst und andere Verantwortungen und Aufgaben ihm übertragen werden, die nicht für ein Kind letztes Endes adäquat sind und angemessen sind. Das bedeutet, dass unser klein traumatisierter Träumi letztes Endes seine Bedürfnisse komplett verdrängt und gar nicht wahrnimmt. Er verlernt bzw. entlernt seine Grenzen. Warum sage ich entlernen? Weil das bis zu einem ganz extremen Fall ja, kommen kann. Das hatte ich auch durchlebt, bis zur Selbstaufgabe. Also das heißt, dass ich letztes Endes nur noch für die Bedürftige der Familie da bin und meine nicht nur meine Bedürfnisse, aber auch meine Grenzen. Also was kann ich überhaupt ertragen? Welche Belastungen gut für mich, nehme ich ja nicht mehr wahr. Also meine Selbstwahrnehmung wird auch gestört sein. Unser Träumi in diesen dysfunktionale Familie ja, Verantwortung und Aufgaben übernimmt, die nicht dem gehören. Und die Folgen dessen werden sein, dass ein unvollständig ausgebildeter Identität entsteht. Das habe ich ja jetzt schon gerade angemerkt. Das heißt, dass seine Identität auch, also wer bin ich denn eigentlich, ja, nicht erkennen kann oder diese selbst gar nicht erst entstanden ist. Und woran merke ich das? Wenn mir jemand die Frage stellt, ja, was möchtest du denn? Was ist dir denn wichtig im Leben? Ja, welchen Beruf willst du denn für dich machen? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Oder wie willst du denn dein Leben in 10 Jahren erleben? Und was sind für dich Gefühle wie Liebe? Oder was bedeutet, ja, wie war denn deine Kindheit zum Beispiel? Dass man auf diese Fragen praktisch zögert und an sich meistens gar keine Antwort geben kann, oder nur Antworten kennt, die
vielleicht eben die Antworten von anderen sind. Und die Bedürfnisse von uns selbst sind letztes Endes nicht vorhanden. Und wenn unsere Bedürfnisse wir nicht wahrgenommen haben, dann können unsere Grenzen auch nicht entstanden sein. Weil jetzt stell dir vor, dass zum Beispiel, ja, da ist dein Vater und will von dir als, weiß ich nicht, vielleicht Fünfjährige, aber er will, dass du ja eben nur noch zu Hause sitzt und keine Freunde siehst, oder er will, dass du, wenn Besuch kommt zum Beispiel, ja, dass du ja nur artig sitzt und dass du bloß keinen Mucks sagst. Und weil du ja schon trainiert bist dafür, dass du wie ein Laut von dir lässt, ansonsten gibt es ja eben Strafe, lässt du einiges über dir ergehen. Zum Beispiel, dein Vater betrinkt sich eben mit Kumpels vom Stammtisch oder vom Bau, oder ja, Geschäftspartner hat er mit nach Hause gebracht und du musst die ganze Zeit dabei sein als brave, ja, Vorbildsjunge, und die merken es gar nicht, dass da ein Kind ist, der eigentlich nicht in so eine Gesellschaft gehört. Da wird Alkohol konsumiert, der ein oder andere raucht vielleicht auch, da wird auch ja, nicht entsprechend gesprochen, zum Beispiel geflucht, oder über Themen hörst du, wo du nur gar keine Vorstellung hast, was das eigentlich bedeutet. Oder es kann auch sein, dass du die ganze Zeit zwar da sitzt, aber um dich wird nicht gekümmert. Also du sitzt in der Ecke und du erfährst letztes Endes sowohl emotionale als auch körperliche Vernachlässigung. Du bekommst nicht rechtzeitig dein Abendessen oder du kannst nicht mal zum Schlafen gehen, und so wirst du letztes Endes komplett übersehen. Zusammenfassend, was hast du erlebt? Du hast erlebt, dass du in eine Situation reingezwungen warst. Du warst da, du warst eingeschüchtert, du hast Sachen miterlebt und mitgemacht, die du nicht selbstbestimmt und für dich ausgesucht hast. Und du hast auch eben erlebt, dass, wobei du vielleicht auch schon längst ja da weg wolltest oder eher zu deinen Freunden wolltest und dein Bedürfnis zum Beispiel Abendessen war oder dich hinzulegen, du das nicht durftest. Und weil diese Bedürfnisse letztes Endes, damit du das ertragen kannst und du das überlebst und aushältst, unterdrückst, diese werden dann tatsächlich nicht vorhanden sein. Und so, da du die Bedürfnisse nicht weißt und dementsprechend auch deine Handlungen nicht so sind, wie ja, intuitiv du machen, handeln, denken, fühlen würdest, und du deine Erfahrungen dann auch entsprechend nicht machst, kann deine Identität, also deine eigene Persönlichkeit, deine wahre Persönlichkeit nicht so entwickeln, wie wenn es in einer gesunden und funktionalen Familie passiert wäre. Was passiert als zweites noch? Also auf jeden Fall, dass dein Gefühlsspektrum nicht vollständig sein wird. Weil was passiert jetzt nochmal, genau die Situation zu nehmen? Du sitzt ja in dieser Gesellschaft, ja, die sind laut, die trinken, die fluchen, da wird geraucht, da reden sie über Frauen, weiß ich nicht, du bist erst 5 und du sitzt halt da, du bist irgendwie teilnahmelos, aber natürlich sitzt du da und das wirkt auf dich ein. Und wir haben ja schon bereits angedeutet, dass du deine Bedürfnisse unterdrückst letztes Endes, ja, damit vielleicht auch kein Hunger spürst oder deine Sehnsucht nach den Freunden oder deine Müdigkeit nicht mehr spürst. Und wenn du das machst, dann auch die damit einhergehende Gefühle und Emotionen unterdrückst du. Warum? Naja, wenn man lange Hunger hat zum Beispiel, ja, das tut elendig weh. Also da kriegt man wirklich auch Bauchschmerzen, sogar Magen wird ja angeätzt, ja.
Von Salzsäure, was wir in unserem Magen haben, vielleicht hast du es schon gewusst. Das merkt man ja beim Erbrechen, ja, wenn es ja eben alles brennt. Und damit du auch diesen Schmerz, also der seelische Schmerz, nicht so ganz arg fühlst und du da zugrunde gehst, wirst du natürlich auch auf irgendeine Art und Weise neutralisieren und ausblenden. Und das erlernst du sehr, sehr früh. Dementsprechend heißt, dass du viele, viele Gefühle, die aber ganz automatisch und normal, ja, das ist normal, hättest, wie zum Beispiel Wut, ja, also ist doch, ne, wenn das dir jemand heute antut, dann wünsche ich dir, dass du heute schon in der Lage bist, da adäquat zu handeln, so dass es dir gut tut und dass du mit Wut reagierst oder dass du erstmal auch deine Grenzen aufzeigen kannst und Empörtheit oder eben du spürst oder du kannst auch diesen Schmerz zulassen, beziehungsweise sobald dieser Schmerz kommt, dann weißt du, ach, das ist ein Signal und du gehst sofort eigentlich, naja, in Handlung, damit deine Grenzen bewahrt werden können und deine Grenzen nicht mehr überschritten werden. Ist natürlich noch die Konsequenz, dass deine Wahrnehmung komplett verzerrt wird. Und das hält natürlich bis in Erwachsenenalter an. Und diese Wahrnehmungen, ja, also sowohl Selbstwahrnehmung als auch Fremdwahrnehmung, also von deinen Außenwelt und eben auch, okay, also von den anderen, was denken sie über mich, wie reagieren sie, welche Mimik haben sie, wie ist die Körpersprache oder ja, ein Tonfall und so, ja, das wird komplett verzerrt sein, weil du kennst halt nur diese eine Art von Verhalten, also wo du auch, naja, hauptsächlich ja, durch gesehen wirst und nicht wahrgenommen wird, dass du überhaupt existierst und da du deine Emotionen auch nicht mehr zulässt, dadurch werden natürlich auch deine Gedanken angepasst. Beispiel, du sitzt ja hier in der Ecke nochmal, die gleiche Situation und du denkst ja nur, ich habe ja doch Hunger. Dann unterdrückst du das Gefühl Hunger, damit dein Körper keinen Schmerz hat und dann wirst du denken, ah, ja, das ist ja auch schon weg und am Morgen früh werde ich ja was essen. Und so entlernt man nicht nur die Bedürfnisse und die Emotionen, sondern so erlernt man zwangsläufig, dass man nicht mehr um sich selbst kümmert, dass die Selbstfürsorge komplett verkrümmt, dass man nicht für sich selbst einstehen kann, dass man kein Selbstmitgefühl hat. Also du kannst auch nicht sagen, oh, ich arme, also mit 5 bin ich ja doch nicht dafür eigentlich, ne? Da auf der Welt, dass mein Vater mit den Kollegen ja, mich dazu missbrauchen, Gesellschaft leisten zu müssen oder über mich zum Beispiel Witze herzureißen, sondern brauche ich eigentlich einen ganz anderen Umgang und Umfeld. Dementsprechend wird diese Selbstwahrnehmung auch von dir selbst, weil du denkst, ja, ich bin auch, ich war wahrscheinlich nicht artig genug oder ja, also du bist dann auch noch überzeugt, es ist ja meine Aufgabe als Sohn, dass ich ja das mache, was mein Papa sagt. Und ja, ich helfe ihm damit sogar, ja, dass ich da bin für ihn. Ich bin da für ihn, wenn er das sagt. Und das ist dann deine Selbstwahrnehmung. Also du presst dich selbst dann irgendwann zwangsläufig auch in diese Rolle hinein. Und du bist dann irgendwann auch noch überzeugt von, dass es ja das Richtige ist. Und das ist ja das, was normal ist. Und Fremdwahrnehmung im Sinne wird heißen, ja, so ist ja die Welt. Also, das gehört sich so. Und ja, Väter sind so. Also, das sind dann Überzeugungen, Glaubenssätze und naja, eigentlich Lerneffekte, die wir mitnehmen ins Leben. Und wenn es uns niemand zeigt und sagt,
dass es nicht so ist. Und das ist ja nicht normal und eine funktionale Familie und Fürsorge nicht adäquat und für einen Fünfjährigen oder noch, wo du kleiner warst, dann wahrscheinlich noch weniger, aber nicht angemessen ist, dass es ein Kind was ganz anderes braucht, dann leben wir sozusagen so weiter. Und wo das halt am spätesten alles explodiert und rauskommt, ist natürlich unsere Partnerschaft, also unsere Beziehungen. Zum einen Partnerschaft mit dem Lebenspartner, also Intimbeziehung, auf der anderen Seite ganz klar im Arbeitsumfeld. Also überall, wo du Beziehungen eingehst oder Beziehungen hast, Menschen um dich hast, wird dann knirschen und knarren und irgendwann diese ganze Gequietsche explodiert dann auch. Und entweder hast du die Möglichkeit, das alles aufzuarbeiten, das aufrichtig anzusehen, was los sei, und auch eine professionelle und wohlwollende, mitfühlende Begleitung an deiner Seite, der oder die dich dabei unterstützt, eben dieser Lernprozess, dieser neue Lernprozess. Wir müssen wirklich das erlernen, was wir als Kind nicht lernen durften. Und dass dieser Lernprozess du zu Ende führst und dann tatsächlich bei glücklichen Paarbeziehungen und Arbeitsumfeld ankommst. Ich hoffe, dass es dir ein bisschen geholfen hat, schon dahingehend, dass du erkannt hast, wo das alles herrührt. Und wenn du das erkennst, dann weißt du auch, wo mehr zu tun ist und wo dein Entwicklungspotenzial verborgen ist. Und ja, ich hoffe, dass du auch deine Kommentare mit mir teilst, und wenn du Unterstützung im Sinne Coaching benötigst, ich werde sehr, sehr bald eine Trauma-Akademie auch eröffnen, wo du im monatlichen Abo-Format auch bei mir dabei sein kannst. Ganz, ganz liebe Grüße und tschüss, Gabriela.